Gut. So, jetzt laufen wir hier mal rum. Sammeln wir schnell ein. Voilà. Leiser. Ein Ohr. So. Hier so lustig ist. Ja, da geht wohl niemand rein. So. Ach so, ja. Dies sind die Audioaufzeichnungen von Dr. Wassily Gorkin. Er hat mich letzte Nacht wieder besucht. Subjekt Alpha. Subjekt Alpha aus dem Teleportationsexperiment. Das ist jetzt das vierte Mal in zwei Wochen. Er materialisiert aus dem Nichts. Bei jedem Erscheinen wirkt er körperlicher. Ich muss zugeben, er macht mir Angst. Etwas. Es ist solcher Hass in seinen Augen. Jetzt erstmal noch mal kurz rüber und mach, gib mal mein Wasser ins Tee, damit ich schon so weit mein Tee endlich habe. Das nehmen wir mal mit in den anderen Raum, wenn es hier wieder zugeht. Ah ja, das klappt also nicht. Ich muss halt so machen. Oder war eins zu viel?
Ah ja, ich muss schnell. Also. Jetzt sollten Sie den Hof sehen, den Sie überqueren müssen. Ich sehe das können. Aufstand gegen das große Ding da erkennen. Das Ding erstmal. Eine Schuld. Nochmal. Das war. Das Ding wird langsam. Das machen. Langsam. Wohin will ich noch? Fangen wir schon Kram rum. Okay, ist. Schau mal hier, ja, ja. Schau mal.
Ah ja, zwei. Ach, guck mal da. Kribbelgesicht. Die Sterne noch irgendwo rum. Ich muss ganz klar. Ran können. Ah! Speicherpunkt. Ganz großer Scheiß. Halte bitte mehr. Хорошо. Группа Дельта, все чисто. Все чисто. Scheiß gestorben.
Mir ist klar, dass Sie alle sehr beschäftigt sind mit Ihren diversen Projekten. Dr. Korkin, gibt es ein Problem? Nein, Oberst Ivanov, mir geht es gut, gut. Sehr schön. Ich weiß, dass Ihre Terminpläne schwierig einzuhalten und Ihre Aufgaben fast nicht zu erfüllen sind. Aber Sie vollbringen, was kein Wissenschaftler sonst auf Erden vermag. Sie machen das Potenzial von E99 nutzbar. Setzen Sie Ihre Arbeit fort und denken Sie daran, dass Sie Russland in einem unvorstellbaren Ausmaß helfen. Ja. Fest. Ja gut, das wird jetzt. Wird eigentlich eine Heilung. Schauen wir uns mal die Forschungsinstallation an. Meine Teleportationsexperimente verlaufen wie geplant. Der erste Schritt ist geschafft und ich habe herausgefunden, wie man ein Objekt so verändert, dass es außer Phase mit unserer Zeit ist. Leider ist es ein größeres Problem, das Objekt zu finden, nachdem es verschoben wurde. Aber ich habe das Chronolicht gebaut, um dieses Problem zu beheben. In diesem Test wird ein Objekt in eine andere Dimension verschoben und dadurch unsichtbar. Mit Hilfe des Chronolichts ist das Objekt jetzt zu sehen. Es kann verschobene Objekte auch in unsere Zeit zurückholen.
Das Chronolicht ist ein wichtiger Schritt. Sobald es verkleinert ist, wird meine Teleportationsforschung davon unglaublich profitieren. Ein Hoch auf die Taten von Lenin und Stalin. Okay, das wird wahrscheinlich das nächste sein, was ich krieg. Die Sache einschätze. Ja, ich habe ja vorhin uns eingesammelt. Gruppe Delta für Chista. Это область Чиста. Unheimlich noch was. Frage ist. Ah ja. Das war's also. Wahrscheinlich bin ich nochmal hierher. Achso, ne, das ist. Naja, ich glaube, du bist Fika. Muss also wahrscheinlich. Nee. Ja, doch schon. Ja, Banner. Ищите дальше! Это Альфа, докладываем. Это Альфа, докладываем. Это область чиста. У нас новые цели! Yeah.
Fighting Side F. Das war's der Action. Auf jeden Fall ein Geräusch. Tja. Tja. Also, was wir mal wiederholen. Irgendwie geht's dann da mit der Kiste gerade. Shit. Inhalt wird gespeichert. Jawohl. So ist schön. Da ist ein Waffenschrank. Da geht es scheinbar nur weiter. Aber da hier so Tion liegt, ich bin davon aus, dass wir bald Bosskampf haben. Wahrscheinlich gegen dieses große, hässliche Vieh. Kündigt sich ja hier so langsam an.
Das leider. Ich will schon so. Das ist ja Witz gewesen, dass ich so schnell durchgekriegt habe. Ist dann hier dahinter wahrscheinlich dieses komische alter Schreiter schön nach Endboss. Da ist jetzt bestimmt dieses komische große Vieh drin. Thank you.
raus. Ich bin schwer auf. Captain Renko, hier drüben. ZMG, um die Energieverbindungen am Zaun zu erneuern. Das müsste uns Zeit verschaffen.
Alter, ich habe ihn eben repariert. Der Aufzug müsste gleich da sein. Endlich! Kommen Sie, Renko! Gehen wir zum Turm! Hier lang, Renko! Das ist schon nicht. Also, mich ja nicht. Ich lieber mal rein. Nicht schlecht da unten, Renko. Mein Gott, Sie sind keine Tage gealtert. Bemerkenswert. Sie haben zweifelsohne bemerkt, dass die Zeitachse verändert wurde. Russland hat die Weltherrschaft und Demichev ist Kanzler. So, ich beende jetzt aber und spiele noch ein Warframe. Da ist nämlich ja die sieben Dinger von Pavos oder wie das Ding heißt. Wir waren ja gerade am Dings, am Speicher. Verlassen.